Und jetzt kommen wir zu wirklich was für ein Clemens. Endlich kann er Lodisch Zubehör von Ugreen mit Display und Gesichtern drauf Den haben. habe ich gesehen. Ich war schon kurz davor. Ich hab's ja gewusst. Ich meine, obwohl ich sagen muss, da sind ein paar echt dabei, wo ich auch gedacht habe, eigentlich wäre das schon ganz cool. Ja, ich weiß, die haben was, ja. Vor allem, Es mir ist hat's. komplett sinnlos. Es ist absolut, es ist komplett sinnbefreit. Komplett. Jetzt gehen wir mal auf den Boden der Tatsache zurück. Das sind Powerbanks. Na, teilweise auch einfach Ladestecker, oder? Das sind teilweise nur Ladestecker. Das ist nicht einmal Powerbank, zum Großteil. Ah ja, stimmt, ja. Also es ist Ich nicht meine, einmal ein Power. es gibt eine mit Powerbank, ja, das gibt's auch. Ja, genau. Achso, ja, das Qui Magnetic Wireless Powerbank. Achso, die anderen sind like Charger. Ja. Zwei Power. Achso, das sind da zwei davon sind Powerbanks, okay. Okay. Oh mein Gott. Mal gleich schauen. Ich meine, ich finde die, sie sind super. Also ich finde die echt gut gelungen. Die sind echt gelungen. Okay, das war die Powerbank, ja. Aber 1000 mAh, 10.000 mAh Stunden Powerbank um 50 Euro ist halt auch schon eine Ansage. Als Display natürlich. Ja, es geht hauptsächlich ums Display, ja. Ich meine, mir gefällt ja diese 2-in-1-Ding. Die gefällt mir recht gut. Der kleine Würfel da. Der da am Schreibtisch steht. Ja, genau, den finde ich super. Oder ich meine den anderen, wo du oben noch Wireless Charging hast und deine AirPods auch noch draufstecken könntest. Ach so, der da, ja, Ja. okay, ja, sehe ich schon. Allerdings ist 60 Euro richtig teuer dafür. Ja, klar. Aber sie sind cool. Da hat sogar der Stecker Augen. Ja, ich weiß. Es ist halt, ja, es ist halt lustiges Gadget, aber absolut sinnbefreit, in sowas ein Display zu verbauen. Vor allem, ich bin mir da sogar, ich weiß nicht, ob das viele Leute kaufen werden um den Preis. Vielleicht kriegt man die irgendwann richtig gut bei Amazon geschossen. Ja. Weil ich meine, das Kabel wäre schon auch geil. Das Kabel ist super, ja. Das Kabel hat er die. Na, 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 na. Was kostet denn das Meine, Kabel? okay, das geht ja sogar vom Preis. Das finde ich okay. Was kostet Warte mal, es? ich schau. So. 16 Dollar, also 20 Euro wird es ungefähr kosten, wahrscheinlich. Das kostet, ja, ich nehme es jetzt mit 3 Meter, das kostet 17 Euro. Ah ja, stimmt, bei Amazon war es schon zu haben, Also das wäre sogar, wo ich sage, okay, das ist es mir wert. ja. Ja, es ist ein 100 Watt USB-C-Ladekabel, also für den Preis. Und es Keine ist Ahnung, wenn sicher du nicht sagst, schlecht von 3 Ugreen. Meter, 17 Euro, ja. Na, Das ist Ugreen. von Ugreen. Und vor allem, es ist halt super. Wer hat da Kabel mit Augen? Ja, es ist halt für mich eine wie in andere Produkte heutzutage so quasi overengineered. Nee, ich glaube, die haben einfach das Tamagotchi-Feeling Ja, gesetzt. das wird eben das sein, warum es vielleicht noch ein Ziegen wird, ja. Ich finde es super. Also endlich hat da mal jemand wieder was Lustiges in Ladeprodukte reingebracht. Ah, okay. Herrlich. Ja, habe ich mir gedacht, dass da die Herrlich. gefallen werden. Ja. In den Einkaufswagen. Na, Bestellst ein Kabel? na. Ich tue es auf die Wunschliste. Gut.